Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online zusammen mit dem kompletten Freedom Squad. Lasst eine Bewertung da und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß. Ah, okay, stimmt. Ich muss doch jetzt hier die ganzen Sachen noch auswählen. Mit Fluchtfahrzeuge und all diesen ganzen Kram. Ja, das müssen wir dann alles wieder besorgen wahrscheinlich. Können wir andere Fluchtfahrzeuge benutzen? Wie bitte? Ja, wir nehmen anders. Diesmal, es wird alles anders, Leute. Weil dann kriegen wir auch andere Missionen. Weißmaul, hallo. Leute. Was denn? Der hört uns ja gerade nicht. Wir sind ja gerade alle beisammen, außer Zombie, der gerade wegfährt. Ich habe ein bisschen Angst vor der Situation am Ende, wenn der das Geld einstellt. Wieso denn? Was wird passieren? Ich werde es diesmal fair machen. Oh Gott, Alter, wie ist das? Ja, ausgeglichen zum letzten Mal. Also, Paluten kriegt 105%. Ich sehe aus wie Sonic. Ich kann nicht, Leute, sogar. Ich kann dich beruhigen. Er muss uns mindestens 15% geben. Weil Julian Bam, Alter, macht, dass du wegkommst mit Sonic. Peterson ist der neue Sonic. Alter, meine Haare sehen gerade richtig komisch aus. Schnell wieder die Mütze auf. Deswegen manche das Fragen. Sag den Sonic-Satz. Was ist der Sonic-Satz? Miau. Was? Hallo? Ich muss. Nein, das war perfekt, Paluten. Bro, Bruder, ich muss los. Was? Bruder muss los. Das sagt doch nicht Sonic, Bruder. Ja, muss los. Sagt es Sonic. Was? Sorry, einfach, Mann. So, ich will einmal den Schützen. Warte mal, wen hatten wir denn? Kann mal jemand nachgucken, welchen Schützen ich genommen habe? Okay, scheinbar nicht. Diesmal ein anderes Auto. Ah, man kann auch, glaube ich, nicht die gleichen nehmen. Sollen wir diesmal den nehmen, der 9% gibt? Oder wollen wir mal komplette Sparversion machen? Sparversion. Ich wäre schon Sparfüchse. Ah, ihr seid Sparfüchse. Ihr wollt Geld sparen? Ja. Okay, ja. Dann gibt's Karim. Oh ja, Karim hört sich gut Karim, an. Karim, der will nämlich nur 5%. Für den letzten haben wir 10% ausgegeben. Ein Hacker. Nehmen wir auch die Sparversion vom Hacker? Klar. Ich glaube, umso besser der Hacker ist, umso mehr Zeit haben wir im Tresor am Ende. Oh ja, dann... Nee, im Tresor hängt nur davon ab, ob man entdeckt wird oder nicht. Sicher? Also ich habe den jetzt schon viermal gespielt. Okay, Maudado ist der... Okay, Maudado, wenn das nicht stimmt, wir können ich ja Ich weiß auch, es nicht, aggressiv habe ich noch nicht gespielt. Wir können vielleicht auch hier 0%. Ah nee, den kann man nicht auswählen. Oh, 0%. Nee, 3%. Ricky Lukens, der ist schlecht. Ey, Maudado, ganz ehrlich, wenn das nicht klappt, so, hier. Sicher, dass du diesen Trottel engagieren willst? Ich hoffe, der erwartet hier keine Sitzsäcke und Hacky-Sex. Ich finde, das klingt gut. Ja, okay. Es gibt auch irgendwelche so Spezialtypen, die man freischalten kann. Ja, die sehe ich auch. Die sind irgendwie, ja. Was die Ballermänner angeht, nehmen wir auch den schlechtesten? Ja klar, wir können doch selbst ballern. Ja, das heißt, der Ballertyp entscheidet ja, welche Waffen wir bekommen. Ja, dann würden wir nur eine Shotgun bekommen und eine Desert Eagle oder so einen dicken Revolver. Und eine Shotgun ist echt unpraktisch. Ja, man hat immer eine Shotgun und eine automatische. Ja, ich hätte schon gerne automatische dann, wenn wir so viel ballern müssen. Ja, die Kombination sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Das ist 7%. Mann, warum denn nicht 0? Ja, gibt's nicht. Wir haben doch Waffen. Ja, die werden aber versteckt. Ja, wir nehmen den jetzt hier. Charlie macht einen kompetenten Eindruck, wenn er eh schon auf der Gehaltsliste steht, umso besser. 7%, das war der beste Kompromiss. Dann holen wir jetzt die Easy Classics. Ja, Ausrüstung. Was ist das? Ich glaube, das ist der, bei dem ich mal verarscht wurde, wo die meinten, dass der schneller ist als ein Porsche. Er schleicht sich einfach auf das Gelände und klaut sie. Zur La Mesa Ach, zum Polizeirevier müssen wir. Ja, super. Wer als erster da ist. Oh nein, Mann. Okay, bin ich dabei. Bist du schon da? Also ich habe jetzt geguckt. Mit dem anderen Hacker, für ja. den, der ein bisschen teurer war, für Peige kriegt man etwa 3 Sekunden mehr. 3 Sekunden? 3 Minuten und im Tresor 25 Sekunden. Ja, oh, eine halbe Minute mehr. Das ist schon mehr. Viel, ne? Also ich finde das viel. Ich weiß es nicht. Aber dann müssen wir das Geld halt wieder abgeben, was wir da einsammeln. Ja, stimmt. Ich bin doch auch da. Lieber allgemein ein bisschen mehr. Ist schon gut. Okay, wartet kurz auf mich bitte. Ja. Das wäre wirklich Herz allerliebst. Danke. Halt dein Maul. So, Pidizli ist da. Oh. Du passt da sehr ästhetisch auf die Säule drauf, muss ich sagen. Oh, verdrückt. Danke. Was hast du denn? Oh, hallo Palette, ich hab mich verändert. Ah, hi Maudado, du bist aber ein süßes kleines Alien. Da ist ein Alien. Ich hab meine Verkleidung ausgezogen. Nein, Menü, ganz ruhig. Hör auf. Wir müssen erstmal einfach nur hier so ein bisschen reingehen. Okay, Zombie sieht irgendwie aus wie so ein freaking Assassin's Creed Charakter. Stech die gleich ab mit meinem Messer. Wie ich gehe. Ich weiß nicht, wo ihr hingeht, aber wir sollen ins Lagerhaus, wo es hinten ist. Ach so. Ich bin Paluten gefolgt. Ich auch. Wir sahen total cool aus, wie wir da so längst gegangen sind. Ich dachte, wir sind da richtig. Dann lasst uns mal in dieses Lagerhaus. Ja, ich hüpf rein. Okay, spring rein. Wow. Alter, ich mach das Ding auf. Ich auch. Ich auch. Was?
Oh, wir müssen aufpassen. Durchsuche das Lagerhaus nach dem Flucht. Oh, die haben sich gepegelt, Oh Gott. Nein, und Paluten ist. Nein. Ach, das war so knapp. Also, da war gar nichts knapp. Okay. Das sind so ganz kleine. Ja, der hier, genau. Als ob wir uns nicht sehen würden. Das ist einfach so eine Halle. Ja, stimmt. Ah, hier vorne sind die. Oh, Scheiße. Auto weg. Ich war das nicht. Manu, hilf mir. Hallo. Manu. Ja, okay, ich helfe. Aua. Okay, ich hab den nächsten. Wir haben beide Fluchtfahrzeuge. Danke. Maldado, steig ein. Ja, die Polizei ist jetzt auch gut. Und die unsere Polizeifreunde von draußen. Oh. Manu, warum hast du kein Fluchtfahrzeug? Aua. Sag mal, lass mich rein. Bitte. Let's go. Ja, bitte. Ich gerne. Die können ja nicht. Die Polizeifreunde. Manu, komm her. Wo rennst du hin? Manu wird von NPC überfahren. Ja, weil mich keiner mitgenommen hat. Ich wollte doch mit dem. Manu ist panisch über die Autobahn gerannt. Das ist ja nice. Da lacht er noch. Wie lacht er nicht? Weil wir müssen in den Kanal, glaube ich, rein. Das wäre am besten, oder? Ah ja, okay. Ja, warte. Dann. Kanal. Ich bin weg. Tut mir leid, wenn ich einen Plan habe. Ja, Mann. Okay, ist er tot. Wow. Sagt er eh immer. Ja. Ich habe nie was anderes gehört. Aber jetzt bin ich mal hinter. Ah, ne, ist Zombie. Ja, hey. Über die Schienen. Bestimmt. Das ist eine gute Idee. Ja, warte, wir können hier links, kommen wir gleich in den Kanal. Hi. Ja, gut gemacht, Palette. Ja, danke. Ja, fein, der Palette. Nein, ja, Mädchen, hör bitte auf. Ich geh da durch. Hör doch bitte auf. Warte. Hier. Nein, ich will da auffahren. Da, hier. Hi. Hallo. Wenn musst du bei Eingang zum Verstecken. Hi. Na, wie geht's euch? Aber können wir nicht auch hier uns verstecken? Ich glaube nicht. Ja, das Blöde ist, man kommt hier mit dem Auto nicht hoch. Ja, das sind immer schnelle Mobs über uns. Könnt ihr umbringen, soll ich? Ich glaube, hier sind wir safe. Ist nicht. Denkst du? Ja, ich weiß das. Okay. Na, ja doch, kann sein. Die Sterne blinken nicht mal. Doch, bei mir blinken die Sterne. Da kommen welche. Echt? Bei mir blinken, nee, jetzt blinken sie nicht mehr. Oh, bei mir nicht mehr. War vollkommen dumm. Ah, ja, von deiner Seite. Ja, fahren die andere Richtung Kanal einfach runter. Okay, wenn du das sagst, Maudado, ich sag das. Dann mach ich das. Wo ist der Kanal? Links. Ich mach das um. Nice, einer ist down. Oh Gott, Alter, der ist gerade direkt fast auf euch drauf. Er hat irgendwie eine Party mit uns gefeiert. Hallo, Mist. Gut gemacht, Palette. Du findest immer wieder den Weg zurück. Ja, ich bin wie so ein kleiner Dackel. Vielleicht habe ich jetzt auch hier eine Sackgasse. Was ist mit dem Kanal? Ach, da geht's weiter. Ja, hier geht's. Nee, das ist nicht hier. Alles gut, Palette. Alles gut. Okay. Siehst du hier irgendwo einen Eingang? Fahr einfach weiter, da kommt bestimmt einer. Da links kommt einer. Ah ja, da oben, sehr gut. Oh, hier wird's breit. Manu denkt hier ab. Nee. Danke, Herr Manuel. Ja, kein Problem. Oh, ich habe keine Sterne mehr. Wir auch vielleicht nicht mehr. Ja, sehr gut. Hey, Zweiter. Du bist die Einzige nur für mich. Manuel, ich muss dir sagen, ich liebe dich, ey. Was mit mir? Du hast mich gerade umgebracht. Ich nicht. Hey, Girl, du bist die Einzige nur für mich. Das ist der Zug. Ich muss dir sagen, Zombie, ich liebe dich. Oh, wir können von oben reingucken. Hast du gerade gesagt, du meinst mich? Ja, aber... Wir uns beide. Ja, ich kann nur... Hallo, wir sind im Jahr Manu. 2020. Ich kann ja wohl mehr als ein Sugar Daddy haben. Also das ist ja wohl jetzt nichts Schlimmes. Nee, aber ich habe kein Geld mehr. Ich hab euch doch alle gern, Leute. Jetzt ehrlich. Ja, aber ich hab auch kein Geld mehr, ne? Ja, aber ist doch egal. Ja, dann bin ich ja kein Sugar Daddy mehr. Oh, ist egal. Wir haben keine Sterne. Aber ist doch egal. Weißt du, das Einzige, was zählt? Weißt du, was das Einzige ist, was zählt? Was denn? Die Twinsy-Toilette? Oh, okay. Wenn du den weiterhin so gut trainierst. Den Schuss hält. Ja, ich warte den immer. Okay, ja, bringe das Flugzeug zur Spielhalle. Kein Problem, Leute. Bin da, hallo. Stimmt, ich sitze hier mit so einem komischen Alien im Auto. Ja, moin. Ja, moin, Leute. Ich war bei der OP. Okay. Denkst du, ich sehe jetzt hübscher aus? Ja. Also, oh, was ist denn hier passiert? Ich finde, insgesamt muss ich sagen, du hast auf jeden Fall mehr Charakter bekommen. Sehr ästhetisch auch. Ich wollte halt schneckchenblau werden, habe ich gesagt. Ich bin zum Chirurgen gegangen. Schneckchenblau und Schneckchenaugen. Bitte. Ja. Man sieht auch tatsächlich bei mir im Hintergrund, das habe ich letztens, ich hatte letztens noch Kartons unten im Keller, da habe ich mein Schneckchen mal wieder aus der Versenkung geholt. Aus dem Keller? Das war im Keller? Ich hatte die ganzen Kuscheltiersachen, die ich sozusagen im Laufe der Zeit von Zuschauern bekommen hatte oder eben auch von dir und so weiter, hatte ich endlich mal wieder hochgeholt und die waren halt im Kartons. Wo der Zylinder weg ist. Der ist auch da. Ich weiß nicht, ich kann ihn holen. Warte. Ja, warte. Maudado, fahr du mal kurz.
Ich suche den mal kurz. Der müsste da nämlich auch liegen. Hier ist der Zombie, den habe ich von einer Zuschauerin bekommen. Und das ist streichel der Zombie, wo der... Ja, ich streichel ihn. Oh, ich spüre es. Ja, das ist eine Voodoo-Puppe. Da, wo der Zylinder mittlerweile fehlt, da streichel ich ihn. Ja, kleine süße Fratz. Hat Zombie unter dem Zylinder eine Klatze? Nein, er hat sehr schönes Haar. Dann habe ich auch noch Manuals. Ist es Puffy oder Klump? Nee, es ist, glaube ich, Puffy. Ja, Puffy habe ich. Der Klumpi hat Manuel mir nie geschenkt. Doch. Nee, hast du nicht. Ich muss hab ich auch nicht. Ich muss mir Puffy auch selbst kaufen. Puffy habe ich bekommen. Ich hab mein Maudado-Schneckchen bekommen. Und ich muss auch sagen, also ist schon, ich finde es sehr schön. Also ist vielleicht sogar mein absoluter Liebling. Hä? Also jetzt reicht's. Komm, das war Alter, einer zu viel. Das Schneckchen freut sich. Guck doch, wie süß er ist da oben. Das war einer zu viel. Was denn? Ich hab doch nur meine Meinung gesagt. Ja, nix Meinung. Na, mein Liebling ist natürlich mein kleiner Edgar. Hier. Wir haben es geschafft. Ja, ich frag mich zwar, warum das unser Fluchtauto ist, ob es nichts Besseres gab, aber ist okay. Wie, es gab nichts Besseres? Das ist das, was wir ausgewählt haben, Audado. Sag mal, du blödes Alien. Ja, was willst du machen? Kannst du schlagen? Ja, ich gehe mal wieder ein bisschen bohren. Ich lob dein Schneckchen. Wir haben keinen Bohrer, wir müssen noch einen Bohrer klauen. Naja, wir müssen, ja, danke, wir müssen Palette. Vieles klauen. Mann, immer nur klauen. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Schaut bei German Let's Play, Zombie und Maudado vorbei und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.